Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder ein paar Pokémon gefangen, entwickelt, Diktas gesucht und wir machen heute damit weiter. Wir sind im Wabenmeer, wo wir, oh Gott, noch nicht waren. Oh Gott, da ist eine Insel. Lass mich da hin. Sicherheit. Okay. Wir sind jetzt im Wabenmeer, dann haben wir noch keinen Besuch abgestattet und das bedeutet, hier wird es eine Menge Diktas geben, die ich noch nicht habe. Und zwei Diktas, okay. Wo bin ich im Wabenmeer, ne? Und ja, wird es hoffentlich ein paar neue Pokémon geben, die ich noch nicht habe, ne? Also los, lass mal dahin gehen. Oh Gott. Lass mich raten, was es da für Pokémon gibt. Kokuna, Wabeninsel. Dieses eine Ding in Pokémon. Dieses, ist schon. Bienen Pokémon, die Bienenkönigin hier. Dich haben wir übrigens noch nicht. Komm her. Dressella, eins meiner Team Pokémon in Schwarz und Weiß, glaube ich. Weil es so putzig ist, erinnert mich an eine, wie heißt nochmal die Version, die Einal, ne? Die Region von Schwarz und Weiß, ne? Erinnert mich irgendwie wie ein Bluebella aus Einal irgendwie. So, ich glaube nicht, dass du irgendwelche Selbstschadensattacken hast, ne? Ich glaube, das sogar genau das Gegenteil, so Absorber und also was, ne? Deswegen, ja, richtig beruhigt auf so niedrigen HP bringen, ne? Super Wurf, cool. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit hat sich schon wieder ein bisschen erhöht, ne? Weil ich schon wieder so 100 Pokémon oder so gefangen habe, keine Ahnung. Könnte vielleicht sein. So, boom. Dressella, man sagt, dass selbst erstklassige Gärtner Schwierigkeiten damit haben, die Blumen auf Dresselas Kopf zum Blühen zu bringen. Oh, dann sind das nicht so gute Blumen anscheinend. So, ich habe so ein dieses Waben-Pokémon gesehen. Ich habe auch ein Dickter schon gesehen. Auf der Wabeninsel, da kann ja nicht so viele sein, ne? Wie? Ist das nicht nur dieses Gebiet hier? Ich wusste es. Okay, hier ist ein bisschen eintönige Pokémon-Auswahl. Bis jetzt. Lass mich raten, die TP ist irgendwie, weiß ich nicht. Ist dieser Angriff nochmal? Angriffsbefehl oder irgendwie sowas? Pollenknödel. So. Weil ich glaube, Honig kann es eigentlich gar nicht für irgendwas benutzen, ne? Ja, das kannst eigentlich nur verkaufen. Badribi, geh weg von mich. Boom. Ja. Wer hätte das gedacht, dass das Viech hier auftauchen, ne? Was eine riesige Überraschung. So, die Vorentwicklung von dem Teil. Haben wir schon die Vorentwicklung von dem Teil? Ich glaube, ich habe mal nur einen Eintrag bekommen, ne? Und irgendjemanden hier, aber noch nicht irgendwie, nee, das Ding aber noch nicht. Dann holen wir jetzt nach. Ich habe schon deine Mutter gefangen, jetzt fange ich dich. Oh. Ich war am Ball. Ich schon sehe, hat wie schon wieder direkt hochgehalten hat. Nee, dann habe ich schon keinen Bock hier. Blub. Ich habe deine Entwicklung. Oh. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich auch dich haben werde. So, tu nicht gerade die Sonnenschein. Nee, nee. Wäre nämlich gut. Super fangen, genau wie deine Mutter. Blub. Danke. So, cool. Das war einfach. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Lemonade. Lemonip hält sich unweit von sauberem Wasser auf. Aufgrund der einen Aufriss der Blätter auf seinem Kopf wird auch als Mittel gegen Käfer-Pokémon eingesetzt. Okay. So, dafür hat hier 10 Diktas sein sollen. Habe ich irgendwie noch keins gefunden, außer eine. Da ist noch eins. Natürlich, sobald ich es sage, kommt es direkt. So, was hast du gesagt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch 9 Stück von denen sein sollen, ne?
Egal, vergessen wir erstmal. Ich will nur da hinten machen. Und jetzt dann bin ich mit Intelligenz dran gegangen. Waben mehr. Ich höre was, ja. Oh Gott, das ist voll gruselig. Ey. So ein Hai kommt einfach auf dich zugestürmt. Nee, das ist ja noch schlimmer als echter Hai. Ey. Drachenhaut. Bestimmt Drachen-Pokémon. Ach, das wird, glaube ich, Sepa, ne? Keine Ahnung. Und noch irgendwas. In Wabenmeer versteckt sich noch eins. Ja, super. Ist hier irgendwo noch eine Insel? Ich glaube, das ist auch irgendwie was, ne? Pass auf. Lass mal da hingehen. Und gucken wir mal. Ich höre schon wieder, wie sich irgendwas nähert, glaube ich. Okay. Ehrlich, jetzt einfach Seemon. Ja, Seemon meine ich übrigens gerade mit Drachenhaut. Seemon entwickelt nicht Sepa. Sepa entwickelt sich erstmal in Seemon. Seemon ist ein sehr beliebtes Digimon. Als Mon. Namat. Hey. Keine Ahnung. Geh es mal, wenn irgendwie. Kennt ihr, wenn irgendjemand sich irgendwie über Pokémon lustig machen will und weiß nicht, denkt sich so, ja, das wäre vielleicht ein lustiges Pokémon und dann gibt der halt irgendwie so einen Namen und dann hängt er immer Mon am Ende da dran, wo irgendwie nur, weiß ich nicht, so eine Handvoll, nicht mal eine Handvoll, so vier Pokémon irgendwie nur Mon im Namen haben, Flegmon, Seemon, ich glaube, da war schon, ne? Hey, das ist eine Krabbe, Krabbenmon. Dabei geben die ihn indirekt irgendwie Digimon, ne? Weiß nicht, wie ich das erklären soll, dieses Problem, weil das habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt, ne? Manche Dämonen obliegt es, den Nachwuchs groß zu ziehen. In diesem Zeitraum ist das Gift in ihren Rückenstacheln stärker und dickfristiger. Es ist aber kein Gift-Pokémon, Leute. Ja, macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Chewbacca-Verteidigung. Chewbacca ist ein Wookie, der auf dem Planeten Ewok lebt. Laut diesem Clip. Ich weiß, das stimmt nicht, aber irgendwie in dem Clip wird halt irgendwie so erzählt. Ich weiß, der kommt von Kashyyyk, glaube ich. Ja, müsste eigentlich, ne? Aber in dem Clip heißt es irgendwie anscheinend kommt Chewbacca aus Endor. Da habe ich gerade gesagt, Chewbacca kommt aus Ewok. Meine ich natürlich nicht, keine Ahnung, was soll's, egal. Chewbacca-Verteidigung, googelt dann einfach mal von South Park hier. So, Fleißebene. Hier war, glaube ich, noch irgendwie so ein Ort. Ja. Diese drei Dinger, die sind irgendwie vielleicht aus Fernarchipel. Gehen wir mal da lang, da muss ich schon wieder zur Wabenebene hier. Wabeninsel, was ich. Mich jetzt deutlich sicherer fühlen, wenn ich nicht wüsste, dass jetzt hier jede Sekunde irgendwie so blöden Haie immer kommen und mir auf die Nerven gehen. Weil wenn ich mich hier in Ruhe, Alter, wie schnell er sich einfach umdrehen kann, ne? Ich bin aber anscheinend genauso schnell wie das Ding, weil er mich da irgendwie nicht einholt. Ja, ich will mich immer so schnell an dem Ding irgendwie hier vorbeidüsen. Im Sinne von, ah, bis sich das Ding umdreht, dann dauert das noch ein bisschen, aber nee, hat es nicht. Tut sich exakt. Oh mein Gott, ey, geht mir voll auf die Nüsse. Also Kämpfe, denen du gar nicht aus dem Weg gehen kannst, so was nervt mich. Dann mag ich in gar kein Spiel. Ich sollte die Wahl haben, ob ich kämpfen will oder nicht. Ja, das stört mich in einigen Rollenspielen irgendwie, also vor allem so Final Fantasy und so. Wenn du irgendwie flüchten willst, ne, und weiß nicht, entweder ist die Fluchtfunktion so dämlich und funktioniert nie, oder du wirst irgendwie aufgehalten, obwohl du schon irgendwie zu 20 Level, oh, direkt zwei von denen. Oh, ganze Familie. Das Dicktrieg kehrt zu seinem Trainer zurück. Okay.
soll aber keine Dickdries finden. Soll Dick das finden. Ja, keine Ahnung, ich hasse es irgendwie, wenn die Fluchtfunktion nicht funktioniert. Ich glaube, ein Sepa habe ich schon, ne? Per Tausch irgendwie erhalten. Per Zaubertausch. Wieso eigentlich? Wieso habe ich das eigentlich bekommen? Ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht das DLC. Hä? Und trotzdem die Pokémon bekommen, auch wenn man das DLC nicht hat. Das ist ein bisschen komisch. Na, Kokobai habe ich auch schon, ne? Na, zwei Diktas, die sind doch bestimmt hier, ne? Pass auf. Bei mir bis jetzt ein bisschen so auf Nerven geht hier, ist, dass ich mich nur an zwei Orten hier hin teleportieren kann, hinfliegen kann, meine ich. Harte Minze, cool. Und wenn jetzt zum Beispiel jedes Mal zu diesem Gebiet hingehen willst, dann muss ich erstmal hier zum Master Dojo oder zu diesem Eingang hier der Insel hin teleportieren, dann muss ich wieder den ganzen Weg hin laufen, schwimmen, mehr oder weniger. Das finde ich ein bisschen nervig. Mir ist außerdem aufgefallen, ich habe noch fast gar nicht hier, ich glaube, ich habe noch gar nicht hier geangelt, ne? Im Wasser sind schon auch einige neue Pokémon. Aber egal. So. Wo sind die anderen Diktas? Kann nicht sein. Ist doch wortwörtlich nur noch hier das Gebiet. Also muss es ja irgendwo hier sein. Nö. Nö. Ehrlich, so eine große Insel und hier ist nur ein Diktar. Weil jetzt voll gemein, wenn die jetzt hier so im hohen Gras oder so verstecken, ne? So, war ich da hinten auf diese Insel, schon auf diese kleinen, ja, da war ich das Diktregal gefunden, ne? Gehen wir mal dahin. Hinten kommt schon wieder ein Twido. Na, guck dir einen an. Ich bin sagt, mich erreicht hat. Ja, kommt. Okay, dauert doch noch eine Weile, bis das mich erreicht. Ich denke mal, kommt irgendwie so schnell irgendwie auf mich zu, holt mich ein, aber dann dauert es doch irgendwie voll lange. Es macht keinen Sinn. So, war ich hier schon? Ja, ne? Elektrosamen, cool. Galanus-Zweig. Ich habe gerade irgendwas gehört, was mir nicht bekannt vorkam. Aber war nichts, ne? TP Dick da Orkan. So. Noch 6 Dick das im Inselkettenmeer. Was bist du? Ich erkenne nicht, was das ist. Ich glaube, das ist dieses Backentaschenviechen, dieses Eichhörnchen. Galanus 2, cool. War kein Dick da mehr. Nee. Okay. Das ist noch eine kleine Insel, lass da hingehen. Eine ganz kleine. Ist bestimmt auch irgendwann, ne? Jetzt hier jede einzelne Insel mal durch. Hier ist nix. Nehmen an, da war mal was, ne? Aber weil wenn nicht, dann wäre ganz schön verschwenden, dieses kleine Gebiet dahin zu packen. Ja, sind auch noch Riesen, sehe ich gerade. Dann lass mal dahin gehen. Nicht so blöde Fehler, ne? Da ist hier irgendwo was? Kann ich irgendwo rein? Nee. Okay. Auf zu den Inseln. Ich habe jetzt Gebiet wenigstens einmal gesehen, ne? Betreten. Ja, sieht so aus. Oh, die Dick das jetzt finden wird nervig. Vielleicht mache ich das so in, weiß ich nicht. Vielleicht schneide ich einfach jedes Mal rein, wenn ich irgendwie einen Dick da gefunden habe, ne? Oder wird auch nervig. Ich würde erst mal gerne sehen, wie viel ich überhaupt habe. Beginnen jetzt gleich mal zu diesem einen Typen und gucken mal, wie viel wir schon haben. Das liegt da direkt, war noch direkt daneben, war noch eins. So, Inselkettenmeer, will ich dir
schnell wie möglich gefunden habe, dann wäre, glaube ich, am besten, ne? Ja, habe ich das schon mal hinter mir. Ich glaube, ich bin auch schon hier die Gegend abgeklappert, bevor ich diese Dicta-Mission bekommen habe, ne? Anscheinend nicht, weil das noch ein Item. Also ich muss so oder so noch mal jeden Ort hier abklappern. Alles klar. Boom. Was ist das? Ein Toxic Orb. Habe ich auch noch nicht. Okay. Wir haben nur sehr wenig Competitive Items dann geholt, wie es ausschaut. So, gehen wir mal da hin. Da kann man, glaube ich, irgendwie. Ah, da kommt schon wieder ein Torpedo. Ach, guck mal, wie schnell das ist, ey. Jetzt holt mich dann irgendwie nicht ein. Hat auch irgendwie nur so ein Ding. So ein Schub, so wie ich. Ja, tut das, weiß ich nicht. Tut mein Schub mich so weit irgendwie ja entfernen von dem Teil. So, hier schon wieder so ein Rasenmäher-Rotom. So, Eintrag, ne? Oh. Obwohl, gib mal. Gib mir einen Moment. Damit kann ich, glaube ich, die Pflegemonster weiterentwickeln, ne? Freuen sich, wenn sie diese anlegen dürfen. Ah ja. Da entwickelt sich dazu Galalamos. Da oben habe ich einen Dicta gesehen. Hä? Warte, was? Oh, ich kann einfach so ansprechen. Wollte schon sagen, kann ich jetzt irgendwie klettern oder was? Hier sind noch 9 Stück versteckt. Boah. Na gut, dann. Boah. Kommt schon direkt ein Tohaido. Müssen wir von dem Teil flüchten, ey. Hilfe! Hilfe! Warte, jetzt dieses Drachen-Pokémon. Jetzt ist der Tohaido natürlich weg. Jetzt hätte ich nachgucken können. Na gut, so, geh weg. Du bist auch voll putzig, aber geh weg, bitte. Sonst muss ich dich töten. Meinen Trug schlägen. So. Da mir ist gerade aufgefallen, heißt das irgendwie dick, das können sich auch irgendwie an so Wänden irgendwie so anklammern und ich muss die Wände dann ansprechen. Wahrscheinlich, ne? Darf ich mal auf diese Insel da Rast machen? Diesen blöden Tohaido. Wenn ich so sicher gehen kann, weil ich jede Insel immer abgeklappert habe. So. Da muss ich noch hin, ne? Muss ich jede Insel einmal abtasten. Ich finde das so geil, dass hier so ein Weilord mitten auf dem Meer ist, ey. Richtig cool. Ach, dick da. Da gehen wir da. Boah, sobald ich wieder. Ja, jetzt kommen sogar 2. Na, und niesen muss ich auch noch. Wird ja immer besser. Okay. Ja, hab schon abgehängt, ne? Dick da. Komm raus da. Dick da. Oh, 7 Stück, ey. Wie? Oh, so eine Bonbons, geil. So. Gehen wir da hin als nächstes. Vorsicht! Entschuldigung, boah. Ich weiß nicht, was heute los ist. Meine Nase ist die ganze Zeit am Jucken. Da habe ich noch nicht mal Fenster auf oder eine Allergie oder irgendwie sowas. Selbst wenn ich eine Allergie hätte, ich habe noch nicht mal Fenster auf und Pollen reinkommen könnten oder so. Nur die ganze Zeit am Jucken, meine Nase. Versteht nicht. Ich verstehe es nicht. Es macht keinen Sinn. Ja. Mit dahin, na egal, und den Tag alle, ne? Irgendwie was aus wie so mit so einem Wollkapuze, irgendwie irgendwas so eine Wollkapuze trägt, keine Ahnung. So, dick da, du bist so bitte schön da hingekommen. Sie sehen sie nicht vollkommen getrennt von irgendwie. Jetzt habe ich da ein bisschen hingebuddelt. Ja.
Doch, ist abgehauen. Kein Bock mehr gehabt. Wieder schon wieder an Land gegangen. Oh, der ist schon wieder aufgetaucht. Mein Gott, echt. Da bin ich langsam ein bisschen nervtötend. Ja. Ich glaube, die verlieren auch irgendwann Interesse an mir, ne? Ja, da war so ein Wummer, ne? Sieht immer so aus wie dieses Drachen-Pokémon, dieses Schleim-Drachen-Pokémon. Die erste Stufe davon. Oder die Basisstufe davon. Basisform, was weiß ich. Das ist wortwörtlich die gleiche Insel wie hier dieses Fernarchipel. Fällt mir gerade auf. Mein Gott, wo habe ich denn hier 6 Diktas irgendwie verpasst? Das gibt es da irgendwie nicht. Da gibt es Dittos. Magobeere. So, habe ich hier echt noch keins? Wo war hier die Insel? Habe ich noch nicht, ne? Boah, mein Gott, da kommt schon direkt wieder halt nächster Fisch. Sind wir eigentlich schon an dieser Farm, an dem Dojo irgendwie so vorbeigelaufen? Da war ja auch noch irgendwie so ein Gebiet, so, wo die ganzen Felder sind und so. Sind wir da eigentlich schon mal durchgelaufen? Glaub nicht, ne? Gucken wir mal. Was machst du denn hier auf dieser einsamen Insel? Wer den Sand der Erneuerung berührt, vergisst all seine bisherigen Bemühungen und kann noch mal von vorne beginnen. So ein Pokémon bei dir, dessen Basiswert du zurücksetzen möchtest, gib mir 10 Bocken Rüstungserz. Okay, bedeutet das? Mein DEV? Basiswerte zurücksetzen. Okay, da muss ich mal googeln. Oder interessiert mich jetzt, kann man EV zurücksetzen? Da kann jetzt nämlich so die Basis. Was gibt es denn da noch zu verstehen? Basiswerte zurücksetzen. Also darunter verstehe ich jetzt irgendwie, weil nicht Werte zurücksetzen EV, ne? Mal gucken online, ob das stimmt. Weil das wäre cool. 8 Diktas. So, ja, gib mir noch, weiß ich. Ich sehe, was hier noch hier. Ja, ein Hayatera. Wie soll ich das kriegen? Hallo. Obwohl, jetzt wo ich den Eintrag habe, kann ich ja eigentlich theoretisch nachgucken, ne, wo ich das finden würde. Ich das finden könnte. Da dick. Nicht dick da. Das finde ich ja noch die letzten dick das in diesem Gebiet. Da wäre natürlich richtig gut. Gebiet ist ja auch nicht so groß. Da gucken wir mal, wie viel wir danach haben. Ne? Ich werde jetzt hier noch ein bisschen gucken, ob ich die alle finde. Da ist noch eins. Für neue Pokémon haben wir jetzt hier nicht so gefunden, aber gerade Pokémon voll komisch ausgesprochen. Pokémon irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß noch, wo damals Pokémon rausgekommen ist. Jeder hat Pokémon genannt, hat mich voll aufregt mittlerweile. Theoretisch ist das jetzt nicht die falsche Aussprache, ne? Weil Pokémon kommt ja von Pocket Monster, ne? Pocket spricht halt Pocket aus, ne? Also theoretisch Pocket Monster, ne? Pokémon ist ja eigentlich richtig, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wie alle Erwachsenen haben im Pokémon immer früher Pokémon ausgesprochen und irgendwie habe ich das voll aufgeregt, weil wir Kinder haben dann immer irgendwie Pokémon genannt, ne? Der wird jetzt auch so genannt von ihnen, ne? Klingt irgendwie falsch jetzt, wenn ich dazu anhöre, wenn ich höre, wenn da jemand Pokémon sagt, dann kann man irgendwie schon, wenn jemand Pokémon ausspricht, dann kann man schon direkt erkennen, dass diese Person keine Ahnung davon hat. Also, weiß nicht, das sind so wie Leute, die irgendwie Spaß aussprechen. Ich habe Spaß daran. Das war ein Spaß, so wie ein Spasti. Ja, immer wenn ich jemand höre, der irgendwie Spaß sagt anstatt Spaß, dann weiß ich irgendwie, dann denke ich mir immer, die Person weiß die Definition von Spaß. Weiß nicht. Eine Lehrerin hat das immer so ausgesprochen, glaube ich. Die war auch eine sehr strenge Lehrerin. Deswegen würde das passen. So, wo sind die ganzen Diktasee? Wir sind noch, hier sollen noch 6 Stück sein. Ja, nicht sein. Wo denn hier? Das ist doch dieses eine Gebiet nur hier, ne? Die alle am Strand, die alle am Chillen, sich am Bäumen. Ich weiß es nicht. Aber 5 Minuten.
Irgendwie ist ja nichts mehr. Er ist ja das ganze Gebiet. Nein, fängt ja schon wieder ein neues Gebiet an, ne? Hier schon wieder ein neues Gebiet, ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Diesmal wird gleich hier unsere Diktas mal abchecken lassen, ja, wie viele von denen wir schon haben. So. So, euch müsste übrigens auch schon aufgefallen sein, dass ich wahrscheinlich hier so immer zwei Parts von Pokémon hin und wieder mal release. Damit 19. Das ist einfach nur damit ich hier schnell fertig bin mit dem Spiel. Weil ich muss einfach mal hier irgendwie mal fertig werden mit hier allen meinen Sachen. Auf mich warten noch so viele DLCs, die ich noch alle spielen muss. Dragon Ball Z Kakarot, ja, Kingdom Hearts 3, das DLC habe ich schon lange nicht mehr weitergemacht. Ich habe schon wieder neue Pokémon DLC und ich glaube, das nächste DLC dauert auch nicht mehr so lange, bis das kommt, ne? Was mich ein bisschen nervt, weil meinetwegen kann sich das noch ruhig ein Jahr Zeit lassen. Ich habe es da jetzt nicht so eilig. Das ist ein Dick da. Aber es kommen immer wieder neue Sachen. Aber ich habe mir zum Glück noch nicht irgendwie was Neues irgendwie, ja, aus Surya. Der Master, der will jetzt hier schon wieder immer wieder neue Sachen probieren. Ich sag den tausendmal schon so, ja, ich will erstmal meine ganzen Sachen hier erledigen. Sonst werde ich nie fertig. Aber hey. Ah, Dick da. Ich bin echt mal gespannt, wie viel ich von denen schon ab. Also ja, wenn ich jetzt irgendwie so zwei Parts mal hochlade, dann liegt das daran, dass ich hier mal ein bisschen Gas gebe gerade. Ich habe jetzt gerade Urlaub, noch eine Woche. Und ich nutze jede Sekunde davon auch fast aus, um ein bisschen mehr aufzunehmen, damit ich das endlich mal hier geordnet krieg und hinter mich habe. Ich nehme jetzt an, das Dragon Ball Z Kakarot DLC, das wird jetzt nicht so lange dauern. Ich nehme ehrlich gesagt sogar schon an, das hätte mich vielleicht nur so eine Stunde oder so beschäftigt, wenn ich mir so die ganzen Story-Sachen ansehe. Ich habe ja wortwörtlich immer nur einen Kampf gemacht und in einem Part habe ich ja mehr oder weniger immer eine Saga schon fast erledigt, ne? Oder einen wichtigen Kampf oder so, weiß nicht. Ja, nicht eine ganze Saga, aber schon, was ich meine, es ging relativ schnell die Story, ne? Die ganzen Nebensachen, die waren ein bisschen länger gedauert. Hier ist noch ein Item, Giftschleim, cool. Ja, ich finde keine Diktas mehr. Lass zurückgehen, Alter. Hier sollen sich noch 19 Stück verbergen. Wie bitte? Wo denn? Egal. Wir tun jetzt den Rest des Parts noch ein bisschen entwickeln und Diktas abgeben und gucken. So, Kollege, Hallöchen. 73 weitere Diktas sind dank dir zu meiner Hilfe zurückgekehrt. Da unser sogar eins, das sich zwischenzeitlich in ein Diktri entwickelt hat. Das bisher 78 mal Diktar gefunden. Das bedeutet, es fehlen noch 73. Damit werden bei mir mindestens 10 Diktar. Mit anderen Worten, Zeit für eine Belohnung. Phlegmon. Phlegmon. Oh, ein normales Phlegmon, cool. Da muss ich dich jetzt jedes Mal ansprechen. Vulpix habe ich schon. Das ist schon Competitive Version davon. Da kam also dieses Vulpix. Sandan. Ja, also Alola Sandan gibt es ja auch noch. Cool. Da war Stahl, ne? So, also ich krieg alle 10 Dinger Pokémon. Raichu. Alola Raichu. Oh, das ist ein bisschen. Ja, wie kommt man denn an Alola Raichu, wenn man wie kommt man denn an Alola Raichu? Surfschweif.
Also sag mir, ich hatte jetzt das einzige Mal, hatte ich jetzt hier einen. Muss ich mal im Internet nachgucken, weil sonst muss ich schon wieder den Part neu machen. Ich möchte irgendwie eine perfekte Version davon bekommen. Oh Gott. Ah, 50 Dick da. Knogger. Und wie kommt ich an Alola Knogger? Nee, da muss ich mir einfach nur eins züchten, ne? Dann kriege ich an Alola Dingen, ne? Alola Dragosso, glaube ich. So, 75. Kokowai. Ach. Ja, wie bekommt man an die Alola Version von diesen Pokémon? Die Entwicklung jedenfalls. Na, erst bei 100 kriege ich wieder was, okay. Gut, aber ich sagen, das war's in dieser Folge. Entwicklung lassen wir jetzt erstmal stecken und ja. Sage ich in der nächsten Folge, weiß ich nicht, was wir machen. Ich glaube, wir können die Story noch ein bisschen weitermachen. Mal schauen. Guck mal. Ich weiß es aber nicht. Jedenfalls sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt dabei gefallen. Wenn ihr hattet, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen, dass ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.